Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass doch schon so viele auch so zeitig am Morgen gekommen sind nach dem Abend gestern. Wir haben sie nicht alle jetzt in den Raum gepfercht, weil die Heizung kaputt ist, sondern wir haben uns einfach entschieden, dieses Jahr so eine gemeinsame Begrüßung zu machen, alle irgendwie so ein bisschen ein paar Sachen auch nochmal zu transportieren und sie ja, zusammen zu haben und sie versuchen auch alle aus den Zimmern zu locken zur Begrüßung, dass spätestens dann bei den ersten Vorträgen auch alle da sind. Also very warm welcome to the English-speaking people. We have them from all over Europe. I think Sweden, Norway, Netherlands, Italy, France. Last but not least, Austria. Michael, where are you? It's half Germany, so. I will do the welcome introduction in Germany, but probably I used pictures for most important thing that you can see what's going to happen. Ja, wir reden über die Open Source Monitoring Konferenz. Das ist jetzt so ein bisschen, man kann die Vorstellung kriegen. Wir haben die ja jetzt bereits das sechste Mal dieses Jahr und man hat schon viel über Nagios, Isinga oder über alle anderen Tools, die mittlerweile entstanden sind, in dem Universum gesprochen. Trotzdem ist eins zu erkennen, der Run ist ungebrochen. Das Thema ist nach wie vor das Thema im Open Source Monitoring Bereich, die Derivate, die Community ist riesig in Deutschland, nach wie vor wächst weiter. Das heißt, es gab ja mal so Mailinglisten-Aussagen, Nagios ist tot, das ist nicht der Fall. Isinga ist es auch nicht. Es gibt noch Schinken, wie wir vom Jean Gab dieses Mal hören werden, der aus Frankreich gekommen ist. Also da gibt es sehr, sehr viel und da freue ich mich drüber, dass das Thema nach wie vor so gut geht und einfach ganz viele Leute all die Jahre auch kommen, die man immer wieder sieht. Jedes Mal, wenn ich durch die Tür vor dem Hotel gehe, dann fühlt sich das immer so an, wie da bin ich eigentlich gestern erst raus. Also das fühlt sich irgendwie schon so, ja. Ich würde nicht sagen zu Hause, so schön ist es jetzt auch nicht daheim, aber ja, es gibt ein WLAN, ganz wichtig, bei dem WLAN den richtigen Hotspot zu verwenden. Wir haben das zwar in die Unterlagen reingeschrieben, aber wie das mit Unterlagen ist, unbedingt Telekom verwenden. Also wenn Sie den Hotspot des Hotels verwenden, dann werden Sie da keinen Erfolg haben. Dass der andere lacht, sagt mir, dass es schon jemand versucht hat wahrscheinlich. Dann gibt es ja Leute, die twittern und das wollen wir auch ein bisschen fokussieren. Also wenn jemand twittern möchte, dann vielleicht einfach diesen Hashtag OSMC verwenden. Wir haben da vorne, wir kämpfen noch, dass wir eine Twitter-Wall bekommen, also dass wir einfach die Tweets zu der OSMC da ein bisschen zusammensammeln. Gestern hat auch jemand geschrieben, Abendessen war gut, aber zu wenig Tweets. Also wir werden uns da versuchen, auch messen zu lassen und geben da bezüglich Twitter auch noch ein bisschen Gas. Ja, schon mal vorneweg, wir sind ja heuer sehr, sehr spät im Jahr. Wie Sie gemerkt haben, ist es schon Weihnachtszeit und das heißt, Weihnachtszeit in Nürnberg ist normalerweise kein Hotel zu bekommen. Das ist schwierigst. Wir sind wegen ein paar terminlichen Verschiebungen nicht zu spät im Jahr gelandet. Nächstes Jahr wird es wieder ein bisschen früher sein. 17. 18. Oktober, damit Sie es schon mal gesehen haben. Vielen Dank an der Stelle an unsere Sponsoren, die uns da seit vielen Jahren unterstützen. Neu hinzugekommen ist die SUSE an der Stelle, die ja auch in Nürnberg sitzt. Da ist vielleicht auch besonders spannend zu erwähnen, dass sowohl die Maintainer für Nagios als auch Isinga auch da sein sollen oder vielleicht schon da sind. Das weiß ich nicht, im Laufe des Tages auf jeden Fall kommen. Da hinten winkt bereits einer. Das heißt, da kann wer Probleme mit Packaging hat, sofort live sich die Personen schnappen und mit ihnen reden. Ja, unsere Referenten, die wir da haben, an die schon mal ein ganz besonderer Dank, die Vorträge gemacht haben. Falls sich jetzt jemand hier findet auf dem Bild und hat keinen Vortrag vorbereitet, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, nochmal zurück ins Zimmer zu gehen und sich einfach über die Folien zu machen und noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, dass sich jetzt keiner rausrennt und sagt, kann ich mich nicht erinnern. Dann haben wir vorne, wir haben immer so ein Playground und da haben wir dieses Mal, wir hatten da immer all die Jahre so eine Wii Sports, also das ist ja das mit dem Plastikteil in der Hand und da haben wir uns natürlich auch modernisiert. Da haben wir jetzt eine Kinect. Das ist also so Anfallsleiden ohne Geräte, also man zappelt so und wir wollen die irgendwie jemand mit nach Hause geben, weil ja Weihnachten ist und nächstes Jahr Technologie ist nichts mehr wert, also haben wir gesagt, wir geben sie immer mit heim. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir jemanden ermitteln, der das Ding mit nach Hause kriegt. Also jetzt kann man sagen, schmeiß alle Visitenkarten wo rein, wer den besten Feedbackbogen ausfüllt und wir sind jetzt so richtig zum Schluss gekommen, wie wir das machen. Und jetzt haben wir uns Folgendes überlegt, wir wollen die nach Leistung vergeben. Und zwar haben wir uns überlegt, dass die Xbox Day bekommt, der in den zwei Tagen am meisten zunimmt. Dann haben wir uns überlegt, das ist nicht fair, weil wir wollen Mitarbeiter ausgeschlossen, ganz klar. Ja.
das ist nicht fair, weil wir wollen ja auch diese Völlerei in irgendeiner Form jetzt nicht provozieren. Also haben wir gesagt, die höchste Gewichtsschwankung wird unterstützt. Das heißt, ab heute, wer mitmachen will, ist natürlich freiwillig und die Daten werden noch nicht an Facebook weitergeleitet, kann sich in der ersten Pause wiegen und kann das morgen im Mittagessen wieder machen, nach dem Mittagessen. Und wer die höchste Differenz hat, bekommt die Xbox. Also jetzt heißt es anstrengend, toi toi toi, Abendveranstaltung, Gas geben, hauen Sie rein. Ein Thema in eigener Sache, wir haben ja auch schon zwei Graphing-Tools entwickelt. Wir haben mal den Nagios Grapher gemacht, vor ganz, ganz langer Zeit, ein ARD-basiertes Tool, haben da aber gegen den Jörg Linge ganz schön abgestunken, haben das auch irgendwann aufgegeben, haben gesagt, PNP von Nagios, okay, nehmt den. Und das ist ein sehr gutes Graphing-Tool, keine Frage. Und irgendwann haben wir gesagt, wir machen Netrace Grapher V2. Den haben wir vor, ja, ich glaube mittlerweile 2 Jahre released. Und ja, man muss ja ein bisschen ehrlich sein, so richtig gut, richtig zufriedenstellen haben wir das nie hinbekommen. Also wir haben damit viel gekämpft, wir haben das in Perl implementiert, was dazu geführt hat, dass es auf Kundenebene links ging, rechts hat es nicht funktioniert und da gab es viel Frust. Und irgendwann haben wir gesagt, wir stellen das ein, wir machen da nichts mehr. Also gerade, weil wir einfach auch in dem Graphing-Bereich sagen, da gibt es was und das macht einfach keinen Sinn. Aber irgendwie war das so wie soll ich das sagen, ja, wie der harte Morgen nach der Kneipe am Abend, wo man sagt, nie mehr, aber irgendwie, es zieht einen und es hat uns irgendwie in dieses Thema Ingraph reinbekommen. Ingraph steht für Isinga Nagios Grapher, also wir haben da einen neuen gemacht, der noch nicht final released ist, wir sind an Arbeit, ich wollte trotzdem aber einfach die Gelegenheit nutzen, vor allem auch den Jungs bei uns zu danken, vor allem Erik und Gunnar, die letzten Wochen, Nächte, Wochenenden und vor 5 Minuten gerade den letzten Bugfix eingespielt haben und da gemacht haben und so viel Energie investiert haben, dass ich es zumindest einfach mal ganz kurz zeigen kann und Ihnen einen Eindruck geben kann, wo wir hinwollen. Ich denke, wir werden bis ins nächste Jahr brauchen, bis wir soweit sind, es zu zeigen. Ganz wichtig ist, es ist keine ARD-basierte Lösung, also wir wollen wirklich da nichts in Richtung PNP machen, weil das einfach gut funktioniert, sondern wir wollen ein bisschen einen anderen Weg gehen mit JavaScript, wollen das im Frontend lösen. Das heißt, wir haben einen Collector, wir haben ein einfaches relationales Datenbank, Sie sehen, wir hängen ein bisschen an relationalen Datenbanken und haben das mit Python realisiert. Und ich möchte zumindest ganz kurz mal einen Eindruck geben, wie das aussieht. In der Hoffnung, dass jetzt alles funktioniert. Oh je, oh nee. Fullscreen, eine neue Dimension. Also wie sieht das aus? Vom Prinzip gibt es quasi sowas wie einen Graphen-Tooltip, den es genauso für PNP in Isinga gibt. Das wird es für Isinga als auch für Nagios geben. Also es ist jetzt nicht festgebunden an das Isinga. Aber man sieht, dass es keine ARD-Graphen sind, sondern das ist letztendlich eine JavaScript-Plot-Library. Wir stecken das alles in eine Datenbank, verdichten es da auch. Ich kann mir das quasi hier angucken, kann mir auch parallel, ohne jetzt in ein neues Tab zu gehen, noch ein anderes Fenster aufmachen, kann die nebeneinander führen, wenn ich das will, oder kann natürlich hier dann auch in einen ja, entsprechenden Fullscreen-Mode oder wie auch immer man das nennen will, gehen. Was so ein bisschen anders ist, und das ist natürlich eine Möglichkeit, die uns die Datenbank gibt, wir können quasi über die komplette Timeline zoomen. Das heißt, wir können einen beliebigen Bereich aus der Zeitachse rausnehmen, können den zoomen, der wird nach oben quasi sofort projiziert und sobald man loslässt, werden dann die entsprechenden Detaildaten nochmal geholt. Man kann sich eine beliebige Zeitscheibe hier natürlich auch auswählen, kann die hin und her zoomen oder sliden oder wie auch immer man das nennt. Und dann ist das besonders, was uns aufgefallen ist, was wir immer das Problem haben, wir haben immer wieder in den Graphen irgendwo einen Knick drin und dann lesen wir, wo kommt der Knick her? Und dann haben wir gesagt, da haben wir damals Hauptspeicher eingebaut. Und da wird das nicht, da das ein Problem ist, was immer wiedergekehrt ist, haben wir uns überlegt, wir müssten irgendwas schaffen, wie man gewisse Events einfach kommentieren kann. Und die Möglichkeit gibt es, man kann quasi in dem Graphen einfach einen Comment hinterlegen. Das heißt, man kann an irgendeiner Stelle was reinstellen, einen Comment dazu. Jeder, der danach auf den Graphen zoomt, kann auch sehen, da ist irgendein Event passiert, kann sich das angucken, kann den bearbeiten, löschen und so weiter, wird ebenfalls in der Datenbank gespeichert. Man kann verschiedene Plots, Linien hinzufügen. Man kann quasi aus jedem Graphen alles machen. Ich will das jetzt gar nicht zeigen, weil ich selber gar nicht weiß, wie es funktioniert. Aber es geht alles. Glauben Sie es mir einfach mal. Man kann die Graphen auch ausdrucken.
natürlich, wenn jetzt dann ein zweites Fenster aufgibt, man kann das dann auch mit allen Graphen machen, kann sich die darstellen lassen, kann die auch serverseitig generieren lassen. Da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber wir sind auf einem ganz guten Weg. Ich denke mal, wir werden versuchen, die Woche mal so eine erste downloadbare Version zu machen, damit man es sich runterladen kann. Ist in Python programmiert auf dem Server, ein Python-Collector, der das in eine beliebige Datenbank, Postgres, SQLite oder Oracle, richtig? MySQL reinschreibt, Oracle, MySQL, naja. Also schauen Sie sich's mal an, wenn Sie soweit sind. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und danke an der Stelle wirklich an euch, dass ihr das bis zu dem Zeitpunkt, dass ich da was zeigen kann, ohne dass es mir eine Exception um die Ohren haut, darstellen kann. Was noch dazu kommt, es gibt dazu ein Plugin. Und daran lässt sich vielleicht ein wenig erkennen, dass es ein bisschen was anderes ist. Es gibt einen zentralen Kollektor, geht es gar nicht im Detail verstehen. Die Idee dahinter ist, dass ich mit einem Plugin meine Load vergleichen kann, zum Beispiel mit einem Wert vor einer Woche. Das heißt, ich kann auf den zentralen Kollektor gehen und kann sagen, vergleich mir die Load und gib mir dann ein Warning, wenn meine Load 10% höher ist als sonst an einem Dienstag. Also sowas wie ein Baselining auch über die Zeit zu implementieren und quasi mit den historischen Daten auch zu arbeiten. Es ist ja nicht nur ein Bild zu sehen, sondern quasi mit diesen Daten, mit dem Check-Plugin draufzugehen, diese wieder anzuzeigen und dann halt auch wieder mit Performance-Daten sogar weiter zu grafen, wenn man möchte. Das funktioniert eben auch auf diese XML-RPC-Schnittstelle und ja, auch das funktioniert bereits und auf jeden Fall mal einen Blick wert. Dann gibt es dieses Jahr, das war es quasi schon mit Ingraph, ja, Lanyards, wie Sie gesehen haben. Wir hatten ja früher immer die Einstecker, da haben viele gesagt, ich mache mir die Hemden kaputt. Und da gibt es jetzt auch Sternchen. Die Sternchen haben nichts mit Weltmeisterschaften zu tun, sondern da haben wir versucht zu finden, wie oft die Leute schon da waren. Jetzt haben wir festgestellt, das ist teilweise ganz schwierig, weil manche sich mal mit UE angemeldet haben und manchmal mit Ü. Und irgendwo hing es dann auf bei einem Sternchen 10. Also falls jemand sagt, die Sternchen stimmen nicht und ich fühle mich benachteiligt gegenüber allen anderen, dann wollen wir das nicht. Also dann uns das einfach sagen und wir werden dann noch ein Sternchen hinterherkleben, dass das passt. Und wir werden das auf jeden Fall für nächstes Jahr korrigieren. Was Sie nicht machen sollen mit den Lanyards, das ist ganz wichtig, Sie sollen die heute Abend mitnehmen. Sie brauchen die heute Abend, denn wo wir heute Abend hingehen auf die Abendveranstaltung, das ist ein sehr zentraler Platz in der Nähe vom Christkindlesmarkt. Und da wird letztendlich einfach jemand sein, der diese Bändel kontrolliert, damit nicht sich alle anderen auch unserer Feier erfreuen. Also nehmen Sie unbedingt diese Lanyards mit. Ansonsten, wenn Sie es dann doch vergessen, versuchen wir, Ihnen den Glühwein rauszubringen. Nehmen Sie ihn mit und vielleicht noch einen Hinweis an die Abendveranstaltung. Morgen um 9 geht es weiter. Jetzt wünsche ich Ihnen zwei sehr schöne Tage. Hoffe, Sie haben Spaß, nehmen Interessantes mit, lernen ein paar neue Leute kennen oder treffen alte wieder. Vielen Dank fürs Kommen, dass Sie uns all die Jahre treu sind und dann viel Spaß. Applaus